Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu Weltwoche on the Road. Der Gast vom heutigen Abend ist der Intendant vom Lucerne Festival, der Michael Häfliger, wie Sie schon erraten haben. Das ist für mich wirklich eine grosse Freude und Ehre, dass wir uns heute dürfen unterhalten. Nur ganz kurz, wir kommen dann auf sein Leben noch zu sprechen. Der Herr Häfliger, ein Global Player, aufgewachsen in Berlin, in München, in New York gewesen. Grossartige Ausbildung zum Konzertgeiger, berühmte Musikerfamilie, Ernst Häfliger und so weiter. Dann Umschulung, Hochschule St. Gallen, Harvard University, Davos. Erste Bewegungen, Grundlage von seiner Intendantenlaufbahn. Und dann seit 1999 Intendant, hoch erfolgreich vom Lucerne Festival. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit einem dunnernden Empfangsapplaus den Gast vom heutigen Abend, den Herr Häfliger. Guten Abend, Herr Häfliger. Guten Abend. Also vielen Dank, dass wir hier dürfen. Der Gastrecht in diesem wunderschönen KKL geniessen. Ich muss den Abend mit der philosophischen Frage aus der Sicht von einem sinnenfeindlichen, zwinglianischen Zürcher eröffnen. Und die erste Frage lautet, ist Musik etwas Gefährliches? Rausch, Ablenkung, gefühlsmäßige Ekstase, sie reißt uns aus der Prosa von unserem Alltag raus. Ist Musik etwas Gefährliches? Gut, ich meine, das ist sehr relativ, die Frage. Es kommt darauf an, was man als gefährlich betrachtet. Wenn man als Gefahr betrachtet, dass man vielleicht mal in eine Trance kommt oder in einen, ich sage jetzt mal, außerirdischen Zustand oder in Emphase und Begeisterung, dann ist Musik wahrscheinlich gefährlich. Aber es ist insofern harmlos, dass sie keine gravierenden negativen medizinischen Nebeneffekte hat. Im Gegenteil, es gibt sehr viel Forschung in der modernen Neurologie, wo beweist, dass Musik natürlich Auseinandersetzung mit Kunst überhaupt, mit eigentlich auch Abstrahierungsdimensionen, unser Gehirn natürlich enorm inspiriert, dass also die neurologischen Stränge im Gehirn vernetzt werden. Und natürlich auch, man weiss, dass bei Kindern im Wachstum Förderung mit Musik und auch natürlich mit Sport die Vernetzung der Hirnstränge extrem fördert. Insofern ist eigentlich Musik eine absolut positive Wirkung. Wie das jeder einzelne Mensch auf das Erlebnis Musik reagiert, klassische Musik, Rock oder Pop oder was auch immer, das ist natürlich dann subjektiv und hängt auch wiederum mit der Erziehung, mit der Erfahrung, die da betrifft. Und was ist Ihre? Ich meine, Sie kommen aus einer, ich habe es angetönt, Sie kommen aus einer ganz berühmten Musikerfamilie. Ihr Vater, der Ernst Häfliger, lyrischer Tenor, hat mit allen Grössen von der klassischen Musik zusammengespielt. Das ist Ihnen in die Wiege gelegt worden. Was ist denn Ihre subjektive persönliche Zugang zur Musik? Was holen Sie aus der Musik raus? Was bringt Ihnen die Musik? Ich muss das so beantworten. Und ich glaube, Claudio Abbado hat es auch so beantwortet. Weil wenn immer ich ihn gefragt habe, was ist das Geheimnis von dieser Interpretation oder so, hat er gesagt, kann ich nicht sagen. Mhm. Also für mich ist natürlich Musik Muttermilch oder Vatermilch in dem Fall. Weil eigentlich Musik ist sehr stark vom Vater gekommen. Und meine Mutter war mehr die Unternehmerin, die im Leben steht, die das Leben direkt beeinflusst. Und mein Vater war natürlich der Heilige, der dann auf der Bühne gestanden ist und das Publikum in Emphase gesetzt hat. Und der war einfach da. Der war auch im Alltag da. Der ist am Morgen mit uns aufgestanden, der hat uns zum Morgen gemacht, hat den Köder rausgebracht. Und dann irgendwie am Abend ist er zu einem Halbgott geworden und vom Publikum angehimmelt worden. Es ist ein natürlicher Prozess. Für mich ist Musik wie ein Sauerstoff. Ich brauche das. Aber ich kriege es so. Besonders natürlich hier an diesem fantastischen Festival in Luzern. Auf einem Niveau, wo sehr oft außerirdisch ist. Ich habe mich gefragt, als ich Ihre Biografie minutiös studiert habe und die frühen Bewegungen da analysiert habe, ist natürlich die Frage gekommen,
weil natürlich der Vater ein dominierender musikalischer Star ist, kommt ja irgendwo bei heranwachsenden Jugendlichen, und das muss auch bei ihnen, das ist ja auch eine Art der Pubertätskonstante in unserem Leben, muss ja irgendwann der rebellierende, das Rebellengehen rauskommen. Und dass man sagt, also entweder gar nicht Musik, oder ich werde Rockgitarrist, oder ich höre AC/DC, oder ich tue sozusagen einen anderen ästhetischen Verhaltenskodex in mein Leben hineinbringen. Das ist ja bei Ihnen irgendwie nicht passiert. Also sind Sie wirklich von Anfang an, warum ist das, hat sich das, die Diskussion so nie gestellt? Ich würde sagen, ich war ein stiller Rebell. Ja. Ich habe die Rebellion nicht nach außen getragen. Also, das sind ja manchmal die gefährlicheren Rebellen und Revolutionäre. Aber also so ein bisschen der Wolf im Schafspelz, oder? Und ich habe irgendwann realisiert, also ich bin ein pragmatischer Typ, und ich habe irgendwann realisiert... Also Sie haben dann einfach 12-Ton-Musik gehört? Ich habe irgendwann realisiert, Menschenskinder, das, was der da macht, mein Vater, das ist ein derartiges Niveau, so eine Weltdimension. Und wenn Sie mit einem von der Jüngsten, also vom Embryonal, also mit vom Babyzustand bis zum Adolescierenden, in irgendwann vom Teenager, so im Prozess Teenager zu Anfangs 20, ja, findet ja viel statt im Menschen. Da habe ich realisiert, das ist eine gewaltige Dimension. Und ich habe irgendwo auch gefunden, dass der Beruf für mich nicht ganz der richtige ist, also von der ganzen Einsamkeit, die man hat, in dem täglichen Üben, 4, 5, 6 Stunden. Und das, der Drill, der dahinter steht, und irgendwie auf eine Art und Weise mit den Menschen auf eine sehr abstrakte Art in Kommunikation treten. Irgendwie spielen sie dafür 1000 Leute, aber gleichzeitig sie kennen sie die Leute nicht. Und dann, mich hat das einfach fasziniert, die Aufgabe vom Intendant, oder? Ja. Ein Festival bis unternehmerisch, künstlerisch zu machen. Und das habe ich dann gemerkt, und dann habe ich Gott sei Dank genügend Menschenverstand gehabt, dass ich dann gesagt habe, jetzt mache ich für mich entscheiden. Und 10 Jahre früher, als ich bei 10, 11, 12 war, ist natürlich der Prozess schon noch bewusst und unterbewusst gesteuert worden über die Eltern und über das Umfeld, in dem ich gelebt habe. Und das ist ein sehr interessanter Prozess gewesen. Und wie ist es, eben mit einem Vater aufzuwachsen, der ein Star ist, also wo in dem Sinne auch eine gewaltige Präsenz hat? Als Sohn sich zu behaupten gegen uns? Also es war ein stiller Prozess. Und mein Vater war ein stiller Mensch. Er war kein grosser Redner. Er hat sich auch daheim nicht produziert. Er war so, wie ein ganz normaler Mensch. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, auf der Bühne ist er eigentlich explodiert. Er war jetzt aber auch nicht, was weiß ich, ein super, super Star, der jeden Tag in der Zeitung war. Also war es nicht der Donald Trump, zum Glück, in mehrerlei Hinsicht. Sondern er war ein unglaublich feiner, eleganter, stiller Mensch. Er hat doch nie über sich geredet. Er hat nie gesagt, ich habe jetzt das gemacht und das gemacht und so. Und hat die Leute um sich herum befohlen, sondern er war still, er war respektvoll. Man hatte gewaltige Ansprüche. Ich weiss, wenn ich dann irgendwie von einer, was weiß ich, Asien oder USA-Tournee heimgekommen ist, und wir haben dann immer geübt, und dann haben wir müssen vorspielen. Ich dachte, ja, ist das also schon noch ein bisschen unsauber gewesen und da. Und dann haben wir manchmal gedacht, Gott verdammt noch mal, jetzt sag doch mal, ist doch toll, dass du jetzt so viel geübt hast oder so. Eine strenge Schule eigentlich, oder? Ja. Also er ist ein sanfter Mensch gsi in seiner Art, aber die Erwartungen sind hoch gsi. Und was ist das Wichtigste, wo jetzt Ihr Vater Ihnen gesagt hat, was ist das Wichtigste im Leben? Auf was musst du immer schauen? Hat es so einen Moment gegeben, wo er Ihnen das gesagt hat? Also er war extrem ethisch sehr, sehr hochstehend gsi. In welcher also, Hinsicht? Also, ja, das? Mein Er hat enorm hohe ethische Ansprüche an den Menschen per se, also wie man ist. Der Künstlerberuf war für ihn absolut das Höchste aller Dinge. Da hat es dann zuerst mal lang gar nichts gegeben. Und der Künstler, der sich auseinandersetzt mit wirklich der Tugend, der Kunst,
der Interpret, der sich in seine Passionen, er ist ein berühmter Bachsänger, also Bach-Evangelist, der Passionen. Und das hat er verkörpert und das hat er dargestellt. Er hat sich auch in unglaublicher Art und Weise seine Rolle auf der Bühne, also als Opernsänger, können reinleben. Und diese Ethik, die also extrem ein integer Mensch war, das hat schon ein unglaubliches Niveau gesetzt. Und man sagt ja, dass Musiker, also das ist, ich kenne jetzt weniger klassische Musiker, aber sehr viele Jazzmusiker, jetzt von meinen früheren Wirken oder Jugenderfahrungen. Und das ist eigentlich das Interessante, dass man sagt ja, Musiker sind extrem egozentrische Leute. Total. Also ich hatte eine Kollegin von mir, die auch mit sehr vielen Musikern zu tun hat, und gesagt, mit Musikern kannst du eigentlich gar nicht reden. Sie sind so fokussiert auf ihre Instrumente, auf ihren Ausdruck. Das sind eigentlich geniale Autisten. Gut, jegliche Art von menschlicher Höchstleistung ist natürlich auch irgendwo erfordert eine unglaubliche Konzentration. Das haben Sie im Sport genauso wie auch im Journalismus. Ja. Und ja, eigentlich in jedem Beruf irgendwo nicht. Und insofern glaube ich, dass der Künstler natürlich dadurch, dass er sich sehr stark mit seinem, also bei den Instrumentalisten oder mit der Stimme oder mit dem Instrument auseinandersetzen, dass sie sehr früh anfangen mit ihrer Ausbildung, um überhaupt irgendwie mit 12, 13 auf einem Niveau zu sein, wo dann kompetitiv quasi kann sein, wo sie kann zu einer Karriere führen. Das erfordert unglaubliche Disziplin, unzählige von Stunden allein in einem Übungszimmer und nimmt dem natürlich aus dem normalen Leben auch ein bisschen raus. Also, man ist dann nicht immer noch in der Schule oder man macht nicht immer das, sondern am Nachmittag, wenn dann die anderen vielleicht Fußball spielen, spielt man dann halt nicht Fußball, sondern man übt. Und das fördert natürlich schon ein bisschen eine Art von Isolation, die anspruchsvoll ist. Also, ich vorher gesagt, das war für mich sehr anspruchsvoll gewesen. Insofern erfordert es natürlich eine gewisse Konzentration auf sich selbst, dass kann auch zu einer gewissen Egozentrik führen. Also ich habe mal mit einem, aber wenn man dann sieht, letztendlich in der Vorführung, im Konzert, sind das Menschen, die unglaublich viel geben. Und dafür, dass man auf der Bühne ist und so viele Menschen mit der Interpretation, mit der Darbietung etwas gibt, das sind extrem anspruchsvolle und fordernde Prozesse, wo erzählen, der ganze Körper physisch, psychisch, eben der unglaublich hohe Anspruch. Also die Hingabe, die Hingabe nicht an das Ego, sondern eigentlich die Hingabe an die Kunst. Jetzt ein Punkt würde mich noch interessieren. Wir sind ja auch 50, wir haben jetzt 50 Jahre 68er-Bewegung, das ist ja auch noch, wo so reingekommen ist in diesem jubiläumsreichen Jahr. 68er-Bewegung ist ja auch sehr bekannt wurde für Musik, eine musikalische Revolution. Die ganze Rockmusik ist ja da sozusagen als Befreiungsschlag und auch ja, in vielerlei Hinsicht hat ja die ganze Gesellschaft aufgewühlt. Wie ist eigentlich das, die ganze Rockrevolution im Hause Häfliger zur Kenntnis genommen worden? Haben Sie das mit Ihren Eltern, ist das als ein zivilisatorischer Höllensturz beurteilt worden, also ein Zusammenbruch von kulturellen Standards? Oder hat man da, haben Sie mit dem Vater und auch unter anderem, Ihre Brüder ist ja ein bekannter Pianist, hat man das auch wohlwollend und inspirierend zur Kenntnis genommen? Oder ist das völlig in der ganz anderen Musikwelt von Ihnen aussen dran geblieben? Also bei uns eigentlich, bei mir und meinem Bruder, bei mir sehr stark, ich habe doch mich relativ noch stark mit Rockmusik, mit Popmusik auseinandergesetzt. Ja. Als Geiger eigentlich? Ja, es war noch lustig. Man hat eigentlich geübt, sind Bach, sind Paganini und weiss ich was. Aber Jimi Hendrix war ihr wahres Idol. Für mich ist eines der Schlüsselerlebnisse, das sage ich immer wieder, ist Hair, das Musical. Ja. Da war ich etwa 7, 8. Okay. Und da haben wir in Berlin gelebt. Und da ist das die große irgendwie Offenbarung und das hat mich sehr stark beeindruckt, also das ganze Woodstock Phänomen natürlich, denn auch hat mich nicht getroffen, weil ich bin einfach noch zu jung gsi. Ich bin auch nicht in den 68er gsi in dem Sinn, da bin ich 87. Aber ich habe natürlich auch in meinem Umfeld von meiner Schwester, die ist schon 5 Jahre älter gsi, von ihren Freunden und so
in Berlin-West, also wo ich in Berlin-West gelebt habe, weiß ich noch, hat mein Vater in der Deutschen Oper gesungen, hat müssen für den Schah von Persien singen. Ja, ja. Er war dort Gast in West-Berlin. Ja. Und da war ja das Attentat. Das ist gewalt, das ist 67, das ja. ist tätig. Und das habe ich natürlich nicht so mit, aber ich weiß noch, Auslöser von der 68er-Bewegung, wie meine Mutter wutentbrannt heimgekommen ist und gesagt hat, das ist eine Schweinerei, was die gemacht haben. Mhm. Das sind so emotionale Erlebnisse, die man rational dann nicht nachvollziehen konnte, aber natürlich nachher irgendwie noch so. In diesem Berlin bin ich groß geworden. Das hat dem schon beeinflusst. Ja. Aber Sie haben Respekt eben vor dem, von dieser Musik auch. Ich meine, von dem Rock'n'Roll-Zirkus, von dieser ganzen, das ist ja auch eine Art Hochleistungsindustrie, das nehmen Sie ernst, da haben Sie Respekt vor dem. Ich nehme es ernst. Für mich ist es nicht etwas, was mich wahnsinnig beschäftigt, aber ich kann mich natürlich dafür und begeistern. Wenn wir bei dem Thema noch sind, ich meine, in dieser Musik ist ja Drogen und Musik extrem wichtig. Also sehr viele Musiker, Rockmusiker, sind zum Teil zu Grund gegangen an Drogen, sind in Drogen raus hineingekommen. Da sind wir wieder bei der gefährlichen Musik. Wie ist eigentlich klassische Musik und Drogen? Das scheint überhaupt keine Bedeutung zu. Ja, ich glaube einfach, ich habe selber viel Giga gespielt, also wenn man da Drogen nimmt und so. Eben, es geht nicht. Sind sie schnell draußen. Man fährt schon beim Auswendigspielen an, ja. Bei der ganzen Motorik, da ist man dann schnell draußen. Ja, ja. Und vielleicht der Punkt denkt mich auch also interessant, wenn Sie sagen, eben, Ihr Vater hat gespielt, wo der Schah von Persien Gast war in Berlin. Ich meine, er hat gesungen. Er hat gesungen. Und das Interessante ist ja da, würden Sie das eigentlich sagen, wenn jetzt Sie würden, das Luzern, das Orchester, würde jetzt zum Beispiel der Kim Jong-un in Nordkorea, würde ich sagen, Herr Häflinger würde Ihnen einen Brief schreiben, in akzentfreiem Berndeutsch, und würde schreiben, kommen Sie mit dem Orchester auf Pyongyang, würden Sie das machen oder würden Sie das nicht machen? Gute Frage. Der New York Philharmonic hat es ja gemacht mit dem Lorin Mazel. Und? Ja, die sind gegangen. Es war live auf CNN. Mhm. Und es war ziemlich umstritten. Aber sie haben das State Department gefragt und die haben gesagt, ja, okay, machen das. Es hat nicht viel gebracht. Mhm. Es hat das Verhältnis nicht wirklich verändert. Ich weiß nicht, ich würde das diskutieren. Ich würde mit dem EDA reden. Mich da mal mit dem Botschafter in Seoul zusammen. Mhm. Was bringt das? Können wir etwas bewirken? Hat es einen positiven Effekt? Mhm. Grundsätzlich würde ich nicht gerade sagen, nein. Mhm. Also, und das spricht ja für uns Schweizer, dass wir doch in solchen komplizierten diplomatischen Prozessen immer wieder eine gewisse Souveränität an den Tag legen. Dann wir nicht gerade sagen, kommt nicht in Frage. Sondern ich habe mit dem Schweizer Botschafter in Moskau vor bei 4 Jahren geredet, wo gerade die ganzen Sanktionen gekommen sind. Und dann gesagt, das ist schon. Also, das da mit der Krim ist doch, habe ich gesagt, das geht ja nicht. Und ich gesagt, ja, piano, aber man muss auch das und so. Und dann habe ich gedacht, ja, gut, wirklich ein Diplomat. Das heißt, zum Beispiel völlig gegen die Sanktionen gewesen. Mhm. Ich hatte da ein bisschen eine andere Haltung gehabt, aber das ist interessant. Aber eben, die Frage ist ja, ob die Musik, also wenn Sie ein renommiertes, ein berühmtes Orchester haben, das ist ja auch eine Charisma-Produktionsfabrik. Sie haben ein Renommee, ein Prestige. Jetzt wird es Leute geben, die sagen, ja nein, du darfst doch jetzt nicht zu dem. Der schmückt sich sozusagen mit dem Luzerner mit dem Luzerner Orchester. Der schmückt sich mit dem Prestige auch von der Schweiz und so weiter. Das wäre eine Argumentation. Oder die andere Argumentation wäre nein. Musik ist eigentlich sui generis eine Kraft des Guten, des Verbindenden, und die ist auch nicht politisch instrumentalisierbar. Das ist eine eigene autonome Sphäre. Wie sehen Sie das? Ist Musik ein eigenes Universum oder muss man da aufpassen, dass man eben nicht auch politisch in die Frontlinie irgendwo hineingezogen werden? Ich glaube, es ist sehr komplex. Das kann man nicht so einfach mit Ja und Nein beantworten. Das mache ich oder mache ich nicht. Ja. Man muss das schon sehr gut analysieren. Man muss auch schauen, wie ist die wirkliche Situation in diesem Land. Werden da Hunderttausende von Menschen unterdrückt, gefoltert? Verbrecher. Ist da gerade Krieg oder was auch immer? Wird man instrumentalisiert? Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, man macht das.
aus Überzeugung, weil das, was man künstlerisch da wird leisten in diesem Land, für viele Menschen und nicht nur für die obere Klasse, wirklich einen grossen Wert hat und für Emotionen sorgt. Und eben alle Menschen werden Brüder, Beethoven, oder? Etwas sehr menschenverbindendes. Stimmt, also wenn, hat er recht. Was ja. problematisch wird, ist dann, wenn es dann so Marketing-Kommunikation wird, oder? Wenn man sucht, wir müssen jetzt ein bisschen unser Profil stärken vom Luzern Festival, also machen wir jetzt in Pyongyang etwas. Das ist eine falsche Motivation. Wenn eine wirklich glaubwürdige, ernsthafte Überzeugung dahinter steht, dass man damit etwas für den Menschen erreicht, wo auch immer, dann, aber wenn es dann so wird, ja, jetzt sind wir in Pyongyang, jetzt ist da der Castro gestorben, jetzt gehen wir nach Kuba und dann gehen wir noch ein bisschen da und so und das Fernsehen ist dabei, dann wird es problematisch. Macht Musik bessere Menschen aus den Menschen? Also wenn jemand, der sich intensiv auf Musik einlädt, wird das ein besserer Mensch? Was, das kann man so nicht sagen. Aber wenn ich sehe, wenn ich viele junge, und ich erlebe jetzt so viele junge Musikerinnen und Musiker tagtäglich, die sich bewerben, die sich mit dem Beruf aus und was versuchen, vorwärts zu kommen, die Musiker im Festivalorchester oder in unserer Academy, dann muss ich schon sagen, sind schon fantastische Leute. Also, es ist schon extrem bewundernswert, erstens mal die Disziplin und dann auch die Werte, für die sich die Leute einsetzen, die ja für Harmonie, für ein Verständnis, schon allein im Ensemble, in dem sie spielen, sich zu integrieren, auch in eine Partitur und eigentlich auch an sehr harmonisch positive Menschen glauben. Das ist es wirklich ein Beweis, dass das möglich ist. Für mich ist schon ein Orchester zum Beispiel eines von der grossartigsten, eine von der, jedes Orchesterkonzert, egal auf welchem Niveau, ist eine von der grössten kollektiven menschlichen Leistungen. Dass da 100 Menschen zusammenspielen unter der Führung eines Dirigenten, in eine Partitur zu bewältigen haben, in unterschiedlichsten Notenschlüsseln, unterschiedliche Instrumente und zusammenwachsen zu einer gemeinsamen Kraft. Das ist der Beweis, dass der Mensch die Kraft und die Möglichkeit hat. Es wird es natürlich an anderen Orten und Stellen alltäglich beweisen, dass das gar nicht so geht. Ja. Schauen wir nach Syrien und klar. Also. Aber eben, die Frage ist ja auch, wenn man Musik hört. Also ich höre zum Beispiel, ich komme jetzt eher ein bisschen vom Jazz, also habe ich gesagt, ein bisschen von dieser Musik höre, seit ich ein bisschen älter werde auch, eigentlich immer mehr klassische Musik. Das ist interessant. Und die Frage ist schon, die, also jetzt in unserer Familie, ist man nicht immer ermuntert worden, allzu viel Musik zu hören. Eben auch mit dem, ich sage jetzt ein bisschen protestantischen Arbeitsethik. Ja, hört nicht zu viel Musik, lesen nicht zu viel Roman. Das lenkt euch nur von den wichtigen Dingen vom Leben ab. Oder? Wir sind noch nicht reich genug, dass wir uns nur noch mit der Kunst und so weiter beschäftigen können. Aber gleich Frage an Sie. Ich meine, Sie haben ja da als Musi, Sie sind ja eigentlich in einer Doppelrolle Künstler und Unternehmer, wenn man so sagen will. Also aus der Sicht vom Publikum, wenn man Musik hört, führt das einfach zu einer, ich weiß nicht, Zivilisierung des Menschen? Ist jemand, der sich für Musik interessiert, tut das deine allgemeine menschliche Sensibilität, dein Einfühlungsvermögen und in dem Sinne auch Empathie für andere Menschen, wird das durch das verstärkt, vergrößert, macht es aus einem aus Musik hören, nicht nur spielen, macht es aus einem einen besseren Mensch? Ich meine, Sie müssen es wissen, Sie sind schon lange dabei. Ich glaube, grundsätzlich die Auseinandersetzung mit der Kunst fördert natürlich das Wertbewusstsein in einem Menschen grundsätzlich. Das kann man sagen. Ja. Ob jetzt die Musik besser ist oder ob die Literatur oder ob Kunst, also Malerei und das alles. Ich glaube, es ist ein gesamthaftes Erlebnis sicherlich schon. Aber dass man sich auch mit einem Bild, mit einem Picasso auseinandersetzt und sich überlegt, was hätte er zum Ausdruck bringen, in welcher Epoche von seinem Schaffen ist das gewesen, in welchem Prozess von der Abstraktion
In seiner Schaffensphase ist er da und was wollte er damit zum Ausdruck bringen? Es ist gerade die tolle Ausstellung, die ich gesehen habe, von 1932, das Jahr Picasso, wo in der Tate Modern in London. Faszinierend, ein Jahr einfach, wo der Künstler einen unglaublichen Prozess gemacht und gleichzeitig noch eine Gesamtausstellung über sein Werk, wo für ihn extrem herausfordernd war, wo er eigentlich alle seine Galeristen hat müssen beweisen, was er kann, dass er immer noch Top Guy ist, Top Gun, dass er den Wert hat. Also die auch die kommerzielle Herausforderung, wie er sich auf das vorbereitet hat und wie dann eine Depression kam, also die ganze Wirtschaftskrise, wo eigentlich die ganzen Galeristen kaputt gegangen sind. Ja. Also die Form von Auseinandersetzung mit ästhetischen, ideellen Werten des Menschen oder unserer Gesellschaft ist schon etwas, was ein wahnsinnige Sensibilisierung im Menschen hervorruft. Man kann manchmal sagen, werden denn die Menschen vielleicht fast sensibel, um mit der Realität vom Alltag zu beleben? Ja, das ist also, ja die Befürchtung, oder? Das wäre dann wiederum die Musik. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich mehrheitlich solche Menschen haben, dann wäre das für unsere Welt nicht so schlecht. Also ich habe bei der Musik habe ich es nie ganz richtig, ich habe es eigentlich nie können beantworten. Also es ist ganz klar, also zwischen Mann und Frau hat natürlich die Musik in dem Sinn, ich sage mal, unter Umständen eine überbrückende Funktion. Oder? Also ich sage jetzt im Tanz, in der Musik, du kannst eine gewisse spielerische Intimität herstellen. Also man könnte jetzt platt sagen, die Musik hat insofern eine zivilisierende Funktion, als sie die Fortpflanzungswahrscheinlichkeit in der Menschheit erhöht, weil sich unter einem musikalisch beschwingten Eindruck auch die Geschlechter etwas näher kommen. Und das ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes. Und ich würde Sie da zustimmen. Also nur schon das jetzt in dieser banalen Interpretation, das wäre ja durchaus eine verbindende Wirkung von der Musik, die da nicht zu bestreiten ist. Das kann sicherlich auch eine Erscheinung sein. Ja. Ich würde aber sagen, dass die Musik, die Auseinandersetzung mit der Musik, eine starke Sensibilisierung im Menschen hervorrufen kann. Und jetzt ist es ist nicht unbedingt auf einer sexuellen Ebene. Ich kann es jetzt natürlich ein bisschen da. Ästhetische, philosophische Ebene. Ja. Genau. Also ich habe es natürlich ein bisschen wählen auch zur, ich muss ja auch mein Image als provokationsfreudige Diskussions, immer natürlich im Rahmen von der angemessenen Möglichkeiten da gerecht werden. Trotzdem sie Zwinglianer sind. Das ja, ist das ist eben schwierig. Ich habe eben noch ganz, ganz schwierige Einflüsse natürlich aus dem Kanton St. Gallen und aus Ostpreußen. Mhm. Das konfligiert dann ein bisschen in dem zürcherischen Melting Pot. Also ich muss übrigens auch aufklären über mich, also Aufklärung, dass ich aus einer protestantischen Familie komme. Mhm. Meine Mutter war Bernburgerin. Und mein Vater ist aus einer protestantischen Familie gekommen. Also wir sind eigentlich fast... Also das barocke Element ist Ihnen nicht in die Wiege gelegt worden. Das bringt mich gerade zur nächsten Frage. Sie sind ja tatsächlich... Ich finde gerade auch, es ist ja, in der reformierten Kirche, wenn schon leider Kirchenraum also nur noch aus Holz gekleidet ist, es sind keine grossen, keine Marienbilder, sondern sehr, sehr entschlackt. Das entspricht auch einem ästhetischen Grundbild. Ja, interessant. Das gibt mir gerade die Möglichkeit, eine hochpersönliche und private Frage zu stellen. Sie sind ja, wir kennen uns jetzt noch nicht, wir haben das ja kennengelernt vorher. Sie sind und Sie gelten ja auch als hochkontrollierter Mensch. Understatement. Sie sind kein grosser, sag jetzt mal, Schawinski-Typus oder Trump-Typus, um das sozusagen in der nach oben offenen Schawinski- oder Trump-Skala zu formulieren, sind Sie eher der Understatement-Typ, sehr kontrolliert, sehr ruhig. Auf der anderen Seite aber eben die rauschhafte Neigung zur Musik, zur inneren Ekstase. Was kann sie denn eigentlich aus der Ruhe bringen, aus dieser Kontrolliertheit, aus dieser zwinglianisch-protestantischen Coolness? Ich glaube, ich bin relativ diszipliniert, aber ich habe natürlich schon in mir einen Vulkan, das kann ich schon sagen. Und ich bin jetzt nicht ein Choleriker, ich glaube, meine Mitarbeiterinnen hier, die heute da sind und Mitarbeiter, können hoffentlich bestätigen, dass ich jetzt nicht jeden Morgen ins Büro komme. Ach Gott, verdammt nochmal, was ist jetzt da? Ja. Aber innerlich brodelt es dann manchmal schon, also man explodiert schon. Ja. Aber ich bin ein, wie soll ich sagen, eigentlich ein nicht aktiver Vulkan. Okay. Ja. Das heisst aber auch, ist das sozusagen auch eine unterschwellige, wie soll ich sagen,
ein unterschwelliges Führungsinstrument, weil dann jeder von ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weiss, oh, wenn du jetzt fest an der Oberfläche kratzt, dann bricht es dann Führung. Ja, nein, vielleicht, wenn es dann mal wirklich kommt, dann kommt es. Okay, dann kommt es. Aber ich komme jetzt nicht am Morgen hin und meine, ich muss jetzt all meine ganze Umwelt verunsichern. Ich bin eben von einem Mitarbeiter aufgefordert worden, sie heute aus den Reserven rauszulocken. Wir arbeiten daran, vielleicht klingt es dann nachher ihnen auch noch. Aber jetzt gehen wir zurück zu unserer philosophischen Diskussion. Die Rolle der Kunst, die Rolle der Musik in der Gesellschaft. Ich würde da eine These aufstellen. Jetzt nicht als Nichtmusiker. Was ist das Wichtigste, zum Beispiel der Literatur oder der Kunst? Die andere Sicht. Sensibilisierung des Menschen für das andere. Also, dass du, wenn du ein Buch liest, wenn du einen Roman liest, wenn du ein Sachbuch liest, besteht eigentlich die Aufgabe darin, dass du die Fähigkeit entwickelst, dich in einen anderen Standpunkt hineinzuversetzen. Und dadurch, weil du dich kannst in einen anderen hineinversetzen, eben bringst du die Welt ein bisschen näher zusammen und schaffst eigentlich dadurch einen moralischen Fortschritt. Also, weil der moralische Fortschritt wäre, immer mehr Leute sagen, oh, wir gehören zusammen, wir verstehen uns, wir können irgendwie kommunizieren. Und Kunst hat eine ganz wichtige, in dem Sinn gesellschaftliche, man könnte sogar fast sagen politische Funktion, in dem Sinn, der Mensch muss sensibilisieren, dass es immer noch eine andere Sicht gibt. Womit ich natürlich jetzt als Product Placement von der Weltwoche elegant hätte können da unterbringen. Ist das die wichtigste Aufgabe von der, aus Ihrer Sicht? Auch können Sie das nachvollziehen? Ist das, oder sehen Sie das anders? Verständnis schaffen für das andere? Ich glaube, das kann man so sehen. Ich sehe es sicherlich mal, wenn ich in einem Konzert bin, dann, selbst wenn ich jetzt die Werke höre und ich vielleicht gerade irgendwie im Festivalstress bin, dann schalte ich ab. Ja. Ich kann mich entspannen, also tief entspannen. Ja. Ich atme anders, ich genieße so. Selbst wenn ich jetzt gerade wirklich irgendwie rumgerannt bin den ganzen Tag, aber das ist für mich ein Moment, das ist einfach eine Entspannung, ein etwas Meditatives und eine Reflexion. Ich höre Musik und es entsteht bei mir eine Empfindung auf einer doch, also gerade im Konzert, sie haben ja nicht nur das Bühnenbild, sie haben ja nicht Oper, wo da ständig noch einer rumläuft und sie haben eine Handlung, da können sie sich festhalten und dann fühlt man sich ja schon wohl. In der Musik, man, hören Sie mal eine Bruckner-Symphonie, 70 Minuten, 80 Minuten lang, das ist Abstraktion, sie nehmen dann etwas abstrahiert wahr und setzen es in eine eigene, in ihre Sprache um. Und das, der Prozess, etwas von außen aufzunehmen, in sich zu arbeiten und eine Reflexion, die Reflexion, die stattfindet, ist ein sehr wertvoller Prozess. Ist Musik, ist Musik ein klingender Gottesbeweis? Manifestiert sich in einem vollendeten musikalischen Kunstwerk die Tatsache, dass es Gott gibt? Nicht unbedingt. Nein. Die Vollendung, ist, das Absolute. Man kann höchstens sagen, absolut. Ja. Etwas das Absolute. Ja, das kann man so empfinden. Ja. Ich empfinde nicht Musik als etwas, wo muss in dem Sinn besser sein oder wo muss der Mensch besser machen. Ich glaube, aus dieser Phase sind wir ein bisschen draussen. Ich bin ja ein bisschen aufgewachsen mit der Schule von Adorno, das ist doch auch in den 70er, 80er immer noch sehr dominant. Ja. Also was ist ein gutes Programm, was ist gute Musik überhaupt, warum hat sich die ganze zeitgenössische Musik als etwas entwickelt, das nochmal suprematistischer gewirkt hat als alles, was vorher war. Also wie ohne Spaltung mit dem Schönberg in der Dodekaphonie, die er eingeführt hat, die Serialität, die ein Bruch war. Fertig, Schluss da mit all dem Zeugs, was war. Und erst später, wo man dann eigentlich auch wieder gefunden hat, es ist ein gemeinsames, es ist, auch die Modernität ist entstanden. Die ganzen Prozesse auf einer Denkebene, aber auch die Herausforderung, wie geht es weiter in der Kunst zu belegen? Was ist die Weiterentwicklung von der Kunst? Wo steht sie bleiben? Und ich glaube, eine der grossen Gefahren, die wir in unserer Gesellschaft haben, ist ja auch, dass wir irgendwo in der Vergangenheit oder in der Gegenwart stecken bleiben. Ja. Dass man nicht weitergeht. Und was ist denn für Sie heute eigentlich Ihre absolute Lieblings-
Komponist? Was ist der Komponist, den Sie eigentlich am meisten... Das ist immer wieder ganz anders. Wechselt. Ja. Also mit dem Claudio Abbado in dieser Zeit war natürlich Gustav Mahler sehr dominant. Ja. Ich würde sagen, dass klar Mozart immer wieder ein Komponist ist, dem man immer wieder ganz neu begegnet. Ja. Das ist etwas Absolutes. Sprach von Mozart. Und dann bin ich natürlich auch sehr stark immer wieder in der Moderne drin. Also mit dem Pierre Boulez. Er ist für mich sicherlich von den modernen Komponisten eines der grossen Vorbilder. Er war auch ein Komponist, der gesagt hat, für mich hat die Musik eigentlich da und da angefangen. Aber nicht in seiner Zeit, sondern vorher. Er hat sein ganzes Werk gehabt, das für ihn symbolisch Bedeutung hat, wie im Debussy-Prélude à la Prime d'Enfant oder Tombeau de Couperin vom Ravel. Das sind doch Stücke, die ich immer wieder höre und versuche dann auch immer wieder zu verstehen, was hat er jetzt eigentlich gemeint, warum ist das für ihn der Anfang von der Moderne und er hat ja die normale Symphonie und so. Also das sind sehr interessante Prozesse, die, glaube ich, für die Entwicklung von unserer Gesellschaft entscheidend sind, dass man sich mit solchen Prozessen immer wieder auseinandersetzt. Also eben, jetzt ich als einer, der natürlich nie mich in der Materie so gut auskennt wie Sie, ich bin jetzt zum Beispiel verblüfft und es ist einem dann fast immer ein bisschen peinlich. Man sagt, Mozart ist eigentlich so genial, also jetzt auch für einen, der nicht so ein geschultes und Ohr hat und nicht sich so gut auskennt wie Sie, ist eigentlich also Mozart und Mendelssohn. Das finde ich, das hat jetzt für mich als, ich sage jetzt mal ein bisschen fortgeschrittene Laie, eine unglaubliche Kraft, eine positive Kraft, wo man einfach muss sagen, wenn du in einer verzweifelten Situation bist oder irgendwie angespannt oder sonst etwas, du kannst die Musik hören und es geht dir nachher besser, weil das ist einfach die schiere positive Energie. Und eben, ich will das nicht in einen religiösen Kontext hineinführen, ins Theologische. Aber wenn du das hörst, dann hat man doch am Schluss das Gefühl, es kommt irgendwie gleich gut raus mit dieser Menschheit. Und so schlimm ist das ja alles nicht, was auf diesem Planeten passiert. Ich glaube, es ist auch eine gute Form von Beruhigung. Ja. Also Entspannung. Also fast schon Sedierung, oder? Im fragwürdigen Sinne, oder? Ja, es braucht natürlich eine entsprechende Vorbildung, dass man Musik auch verstehen und wahrnehmen kann. Das setzt sich nicht einfach so in. Also ich sehe Sie, Sie tun da mit einer gewissen Skepsis meinen ein bisschen einfachen Geschmack da beurteilen. Gut, jetzt, Sie kennen ja, Sie haben ja ganz bedeutende auch Exponenten, Dirigenten kennengelernt, unter anderem den Claudio Abbado, wo Sie ja angeholt haben, wo Sie die Möglichkeit gegeben haben, da sein Traum, sein Dreamteam zusammenzustellen in Luzern. Was ist die herausragende Qualität von einem herausragenden Dirigenten, der ja eigentlich ein Interpret ist, nicht ein Komponist? Was braucht es, damit du ein genialer Dirigent bist? Ist das Marketing? Ist das auch, wie soll ich sagen, ein guter Verkäufer? Oder was ist das Geheimnis des genialen Dirigenten? Ich glaube, zum einen natürlich die Meisterschaft, also das Handwerk, Kenntnis vom Repertoire und das auch entsprechend können mit 100 bis 120 Leuten umsetzen, oder? Hier begeistern. Aber natürlich, es gibt Kapellmeister und dann gibt es natürlich die ganz Grossen. Und das sind dann die Ebene von der ganz Grossen, findet bei den Dirigenten meistens ab 60 aufwärts statt. Also mit 50 ist ein Dirigent eigentlich noch. Der ist ja noch zu jung, der kann ja noch nicht Beethoven und geht das überhaupt schon. So ein bisschen Skepsis da. Ja. Und wenn er 30 ist und Beethoven macht, nein, er viel zu jung. Also, was eigentlich auch falsch ist, weil Abbado hat mit 26 wie eine Philharmoniker dirigiert, der hat eine Aufnahme gesehen, ich weiß nicht, was es ist, die Brahms-Sinfonie. Sensation. Ja, bei den Orson Welles hat sie den besten Film gemacht, als er jung war. Ja. Später Film was, immer was, man, was man ja sieht beim Mönch grundsätzlich, als Kinder sind wir im Schulhof rumgerannt, nicht? Ja. Und das machen wir heute nicht mehr, Herr Köppel, oder? Aber wir wird ja ruhiger. Und durch die Paarung, Koppelung von viel, viel Erfahrung, können natürlich, grosse Begabung und der innere Ruhe und Sicherheit und einen gewissen positiven Effekt, den das Alter auf den Menschen hat, kommt natürlich eine Vereinfachung von der Bewegung. Und das Orchester reagiert durchaus positiv. Aber wenn die Erfahrung und das Wissen nicht da wäre, würde es nie und niemals gehen. Ein Orchester merkt, dass in einer Hundertstelsekunde
was kommt vom Dirigent. Und dass die Umsetzung und die Übertragung von dem grossen, von dieser grossen Erfahrung, von dieser grossen künstlerischen Persönlichkeit mit der Reduktion vom Ausdruck, wenn Sie den Bernhard Haitink anschauen, dann ist das da noch so. So. Wenn Sie jetzt probieren würden, das Rest, und Sie würden so machen, dann würde das grauhaft klingen. Wahrscheinlich. Bei mir genauso. Nein, ich nehme es nicht persönlich. Aber wenn der Abado gekommen ist, oder der Haitink, eigentlich desto älter, desto besser. Wie beim, das Interessante ist ja, man sagt ja, jetzt in anderen künstlerischen Feldern, eben, zum Beispiel haben wir Filmregisseure, da gibt es ja Schauspieler, die sagen, der Regisseur unerträglich, Alfred Hitchcock, unerträglich in der Zusammenarbeit, ganz schlimm, Tyrann, frauenfindlich. Im Zeitalter von der MeToo-Bewegung würde man den gar nicht mehr Film machen lassen, den würde schon im Schneiderräumli einsperren. Und jetzt ein Orchesterdirigent, einer, der ein menschliches Ekel ist oder eine schwierige Person, kann so jemand ein Orchester brillant führen oder musst du da einen extrem, fast einen Coach, einen einfühlsamen, liebenswerten Mensch sein oder kannst du als Ekel, als Dirigent eine geniale Performance anbringen? Es hat schon bei den Dirigenten unterschiedliche Charaktere gegeben. Also früher sicherlich von also es ist keine notwendige Bedingung. Es hat auch Tyrannen gegeben, die Tyrannen. Wo die Leute aber akzeptiert haben als Musiker und haben kein Problem gehabt und haben einfach die Autorität. Ja. Entscheidend war nachher, was ist passiert im Konzert. Aber es hat natürlich schon auch viel hierarchischere Dirigenten. Und heute ist Abado war natürlich einer, der auch in seiner letzten Schaffensphase, die ja ganz wesentlich auch hier in Luzern stattgefunden hat, eine unglaubliche Dimension sich noch mal eröffnet hat. Er war auch schwer krank. Viele sagen, die Krankheit hat dazu beigetragen, dass er sich noch mal in sich selbst gelöst hat und noch mal vertieft ist worden und noch mehr losgelegt. Man darf man davon nie vergessen, man ist auf der Bühne mit einem Orchester, mit Tausenden von Menschen. Das ist eine gewisse Anspannung. Aber er hat sich immer schon gut entspannen können. Das setzt sich um. Sind Dirigenten wie zum Beispiel die berühmten Namen, die man kennt, Herbert von Karajan, Karl Böhm und so weiter, sind eigentlich die Dirigenten besser gewesen als heutige? Hat sich ein harter Fortschritt entwickelt? Kann man das überhaupt nicht vergleichen? Oder sind das Charismatiker gewesen, die einfach der Early Mover Advantage, oder, die in dieser ganzen Schallplattenindustrie am Anfang gestanden sind? Oder sind die heutigen besser, schlechter? Kann man da irgendetwas miteinander eigentlich in den Abfall bringen? Das, was in der Vergangenheit sicherlich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts sicherlich besser war, dass sie mehr Zeit hatten. Also sie sind weniger Stress ausgesetzt gewesen, weniger Flüge, weniger um die Weltreise. Das haben sie schon auch gemacht, aber man hat auch mal zwischen Konzerten einen Tag frei gehabt. Und das, heute gibt es einfach auch Künstler, wo jeden Tag, da muss etwas laufen. Sie sind unter Druck. Entweder machst du mit oder nicht. Und das setzt natürlich den künstlerischen Prozess sehr unter Bedrängnis. Und meine, der Abado in seiner letzten Zeit, der hat sich 2 Monate vorbereitet auf die Luzern-Konzerte. Der war in Sardinien in seinem Haus. Er hat das einfach auch die Zeit gehabt, die Verinnerlichung. Und ich glaube, das ist schon etwas Wichtiges. Und was heute natürlich ein bisschen abbaut, ist der Mythos. Also Karajan, wer hätte ihn kennt, hätte ihn können. Mysterium umwabert und weht ihn. Auch hier in Luzern, die Glorifizierung. Und man hat ihn beschützt, dass ihn ja niemand sieht. Und wenn er zum Künstlereingang gekommen ist, dann hat man ihn gewifft, dass er ja nicht und bloß nicht irgendwo ein Kieselsteinchen auf dem Weg ist, wo ihn hätte können zu Fall bringen oder ihn stören oder gar erzöhnen lassen. Und die Zeiten ändern sich. Zum Teil ist das gut, weil immer die permanente Angst, was sagt er jetzt, was denkt er, ist er zufrieden, ist er nicht zufrieden, dass sich vielleicht ein bisschen entspannt. Aber zum anderen geht der Mythos natürlich ein bisschen verloren. Und eine Entwicklung, die auch interessant ist, ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, meine Damen und Herren, wir erleben ja auch eine Art Feminisierung der klassischen Musik. Wir haben, wenn Sie so anschauen, die Bilder auf den alten deutschen Grammophon, da siehst du die Male-only, die Männer-only Orchester, oder? Alles die Herren in den schwarzen Anzügen, zum Teil ein Graut, etc., adrett.
Aber du siehst kaum eine Frau. Ein Kollege hat das einmal analysiert für mich. Er hat gesagt, ja, eben früher, wenn eine an der Harfe, war vielleicht nur eine Frau an der Harfe gewesen. Die Quotenfrau an der Harfe, sonst alles Männer. Und heute hast du ja ein Phänomen, dass sehr viele Frauen in diesen Orchestern immer bedeutendere Rollen spielen. Jetzt auch eben Dirigentinnen gibt das. Können Sie das kommentieren? Was ist der tiefere Grund? Sind Frauen, keine Ahnung, ist das, woher kommt das? Gut, bei den Instrumentalistinnen ist es schon viel länger natürlich präsent. Ja. Also Anne-Sophie Mutter ist sicherlich. Sie ist sicher die Martha Agerich, eine ganz, ganz grosse Interpretin seit vielen, vielen Jahren. Beim Dirigentenberuf, damit haben wir uns ja hier in Luzern vor 2 Jahren doch intensiv auseinandergesetzt, mit dem Thema Primadonna, wo ja sehr umstritten war, wo wir selber auch grösste Probleme hatten, ob wir das hier wirklich auf die Bühne bringen oder nicht. Warum? Weil wir gesagt haben, ja, hat es überhaupt eine Chance? Also, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe mit Dirigenten geredet, die mir gesagt haben, es gab nicht. Und es ist eine Haltung da gewesen, vor 50, 60 Jahren, wo es die Berufsgattung, die Dirigentin, die ist eigentlich nicht gegangen. Jetzt nicht gegangen. Tonhalle-Orchester in Zürich hat die Dirigentin abgelehnt. Gesagt, tut mir leid, es gibt bei uns keine Dirigentin. Also das dürfen Sie auf keinen Fall weiterverzählen, weil im heutigen intellektuellen, feministischen Klima, das wir da draußen haben, würde das natürlich sofort in den Medien skandalisiert werden, Herr Häfliger. Da müssen wir uns ganz aber man muss auch wissen, Sprengstoff, was Sie da sagen. Man muss auch wissen, das war vor 60 Jahren. Ich meine, es sind auch noch andere Sachen vor 60 Jahren, das wissen wir. Und, aber wir haben, mich hat das sehr beunruhigt, dass es eigentlich die Haltung ist, Dirigentin, das gibt es irgendwie nicht. Das hat mich sehr beunruhigt. Wir haben das eigentlich mit unserem Team erarbeitet, das Thema, und haben dann einfach mal gesagt, jetzt laden wir mal einfach 14 Dirigentinnen ein und dann machen wir mal ein Statement. Wir haben gesagt, ja, ist das zu oberflächlich oder nicht. Also es sind sehr intensive Prozesse gewesen. Und am Schluss haben wir doch das Gefühl gehabt, wir haben etwas gesagt. Wir haben ein Statement gemacht. Und in der Branche ist das extrem beachtet worden. Ich kann jetzt nicht sagen, dass aufgrund von diesem Thema in Luzern mehr Dirigentinnen eine Chance haben. Aber dass ein grosses Festival mit einer internationalen Ausstrahlung das Thema gemacht hat, hat entscheidende Wirkung gehabt. Und wir haben heute einen Mürger, Gratschini de Thüler, der ein Weltstar ist. Wir haben eine Susanna Melki, wir haben eine Marin Alsop, wir haben andere, die jetzt viel natürlicher könnt ihr im Beruf agieren und da muss man dran schaffen. Und Ihr ehrliches Fazit, musikalisch jetzt, also gendermäßig ein voller Erfolg, aber ist es das musikalisch? Sind weibliche Dirigentinnen, ich bin ja noch im Nebenamt im Bundeshaus in Bern und da gibt's ja gewisse Rückständigkeit, wo man muss beobachten, wenn hinter vorgehaltener Hand, das muss jetzt aber unter uns bleiben, gewisse Politiker sagen, man merkt dann also schon, dass Frauenstimmrecht noch nicht so lange in der Schweiz ist. Da haben die Frauen noch nicht so viel Erfahrung können sammeln wie wir kollektiv. Das ist also nicht meine Meinung, bitte Sie, meine Damen. Nein, aber gibt es das ein bisschen? Wie sehen Sie das? Ich meine, das ist jetzt offenbar noch relativ neu. Wie beurteilen Sie das niveaumässig? Was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau im Dirigentenpult? Ist das eine neue? Ist das einfach genau gleich? Also muss man einfach wie ein Konzernchef finde ich, muss es ja gleich machen wie ein Mann oder wie eine andere Qualität. Grundsätzlich ist die Voraussetzung die gleiche, nur dadurch, dass der Beruf sich bei den Frauen so nicht hat können entwickeln konnte. Aber man hat jetzt fantastische Dirigentinnen. Also, und das muss man dann auch eigentlich einmal irgendwo auflösen, ist es jetzt eine Frau oder ein Mann. Aber auf der anderen Seite braucht es vielleicht auch mal eine gewisse Quote. Ja. Nicht? Also, wo man dann einfach sagt, das muss jetzt halt sein. Ja. Aber Sie würden sagen, niveaumäßig ist das kein Unterschied für das Publikum. Das ist der gleiche Level. Also dort auch der Mann jetzt auf dem Dirigentenpult ist nicht mehr unangefochten in seiner exklusiven Stellung. Wir müssen uns also auch dort warm anziehen. Ich glaube, das ist absolut spannend und interessant. Jetzt habe ich die Zeit ein bisschen überzogen. Wir tun dann gerade auf. Ich habe ein bisschen überlegt, das ist einfach für mich interessant, weil ich habe auch nicht die Gelegenheit mit so einem wirklich... ich meine, das ist wahnsinnig. Ich meine, Sie sind ein weltberühmter Botschafter, Global Player von der Schweiz. Also es ist für mich eine grosse Ehre, dass ich da mit Ihnen diskutieren darf. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Punkte gleich noch, wenn wir aus der Musik ein bisschen rausschauen. Ist ja interessant, Sie bewegen sich, Sie sind aufgewachsen, wie gesagt, Deutschland, Amerika, Sie bewegen sich in Asien, Sie
haben aufgebaut jetzt in Tokio, in Shanghai sind sie am Arbeiten für das Luzern Festival. Wie beurteilen Sie die Weltlage im Moment? Wie lernen Sie die kennen? In den Medien ist ja ein aufgepeitschter Ozean des Wahnsinns mit einem Donald Trump, mit Putin. Wir haben Kriege, Erdogan, Machtpolitik, Realpolitik. Alles scheint da durchzukrachen in Europa, überall. Parteien, die zusammenfallen, neue Wahlen, wo man nie gedacht hätte, die Ergebnisse. Wie tun Sie, was ist Ihr Ding zur Weltlage? Sind wir in einer Krise? Sind wir in einer heilsamen Schock? Oder das machen Sie sich Sorgen? Oder wie sehen Sie das eigentlich? Was ist also so passiert? Ich bin nicht in dem Sinn Politiker, aber ich finde schon, das ist schon eine sehr beunruhigende Lage. Aber ja. Ich glaube, ich bin auf der anderen Seite, man muss mit der umgehen können. Ja. Ich glaube, Lösungen in dem Sinn, Gesamtlösungen gibt es nicht. Schauen Sie in Syrien die ganzen Konflikte, schauen Sie den Konflikt Türkei und Kordan. Mhm. Es gibt nie eine Lösung. Ja. Die schiessen sich immer wieder gegenseitig. Also, ja. Da habe ich auch grosse Bewunderung für Persönlichkeiten, die sich tagtäglich in diesen Krisengebieten aufhalten, die tagtäglich und sei es einen Millimeter vorwärts kommen, um am nächsten Tag wieder einen Meter zurückzugehen. Also so Leute wie Peter Maurer oder so, die muss ich schon eine grosse Bewunderung. IKRK-Chef. Genau, aber da gibt es noch ganz andere, die viel weniger berühmt sind, die tagtäglich da wirklich unter schwierigsten Umständen müssen arbeiten, die wissen, sie können selbst eine Bombe unter dem Auto haben und dann ist es halt fertig. Und in diesen Krisengebieten. Und die Menschen sind die, die einfach auch mit dieser Realität umgehen können. Und ich glaube, es geht nicht mehr darum, dass ein Krieg anfängt oder aufhört. Mhm. Wir haben heute auf der ganzen Welt permanent an verschiedensten Orten Krieg. Mhm. Syrien ist im Moment so wirklich der Ort, wo alles abgeladen wird. Mhm. Von unterschiedlichsten Regierungen. Ja, wo sich auch die Weltmächte jetzt in Stellung bringen, oder? Die Amerikaner, die Russen und so weiter. Und wir müssen aber eins wissen, wir haben doch in Europa, die Zeit habe ich nicht erlebt, einen Ersten und Zweiten Weltkrieg gehabt, wo ein Jahrhundert, zumindest eine gute Hälfte von diesem Jahrhundert, lahmgelegt haben. Mhm. Mit einem Nachbar Deutschland, der grösste Probleme erzeugt hat in ganz Europa. Und wir haben doch heute in diesem Europa einen konstruktiven Prozess zwischen Nationen, wie Frankreich und Deutschland, eigentlich mit England und mit dem ganzen Ostblock, wo zumindest ein Weg mit, also wo über tägliches Zusammenarbeiten, Kooperieren, eine Sicherheit aufgebaut hat, wo für uns so als Schweizer ganz entscheidend ist. Und ich glaube, insofern gibt es immer Lösungen. Mhm. Man muss an sie glauben, nicht naiv, nicht der große Friedensmissionar, aber wissen, man kann durch tägliche Arbeit, durch lösungsorientierte Managementfähigkeiten an Konflikten arbeiten. Also Sie bin ich überzeugt. Sie haben ein optimistisches Menschenbild in dem Sinn. Also Sie sind eben auch bei aller Krisenanfälligkeit und was wir immer haben, seit Tausenden von Jahren. Also Sie sind in dem Sinn ein anthropologischer Optimist. Kann man vielleicht so sagen. Man kommt in sie. Und interessant ist ja auch, Sie sind ja auch ein Repräsentant der Schweiz. Ich meine, jetzt weiss ich, Sie sind eben nicht der Typus vom Pathos. Ich habe das schon gesehen, nicht der, der ansteht, jawohl, mit der Musik, wir bringen den Frieden in die Welt und mit dem Luzern Festival befrieden wir den Globus und befördern wir den Zivilisationsprozess. Da habe ich da versucht, aus Ihnen pathetisch rauszulocken. Sie sind da dem geschickt natürlich ausgewichen, intelligent. Ist ganz klar, haben sich da nicht in den Elab. Aber jetzt die Schweiz. Interessant. Sie sind ja Auslandsschweizer, eigentlich aufgewachsen, die Schweiz von außen gesehen, jetzt ein Botschafter der Schweiz. Was ist eigentlich Ihre Take auf die Schweiz? Wie sehen Sie die Schweiz? Wie steht die Schweiz eigentlich in dem ganzen aufgewühlten Meer da? Ja, also die Schweiz machen wir es gut, machen wir schlecht, sind wir gut dabei? Das kann ich schon sagen. Ich bin auch durchaus ein stolzer Schweizer, weil ich finde, es ist ein tolles Land. Das klingt vielleicht sehr komisch, also aber auch als Auslandsschweizer, für mich war die Schweiz immer die Heimat. Ich hatte eine Mutter, die das irgendwo gepflegt hat. Also am 1. August haben wir die Fahne aufgezogen.
Ich mache übrigens heute noch zum Amusement von meiner Frau, die in der Schweiz gross geworden ist, als Baslerin und so. Ja. Also Basel gehört zur Schweiz, ja. Also abgesehen davon. Also das muss ich auch als Zürcher, kann ich das da durchaus festhalten. Aber wenn ich da in Davos am 1. August da bin ich durchaus pathetischer Schweizer. Ja. Ich bin ja sonst nicht ein unkritischer Mensch, aber das ist noch lustig. Also ich bin stolz, ein Schweizer zu sein. Und ich habe immer den Pass so schön gefunden. Mhm. Als ich in Deutschland bin gross geworden, habe ich immer gefunden, das ist der schöne Pass, als der die Kollegen haben. Stimmt. Also, ja. Stimmt, der ästhetische amerikanische Pass finde ich auch noch schön. Das ist durchaus noch eine schöne Erscheinung. Ja. Und ich bin immer irgendwo stolz, vielleicht da. Und heute, wenn Sie jetzt, inwiefern spielt die sogenannte Begriff des Wissens, ich kann das ja zum Teil gar nicht mehr aussprechen, weil das ist ja so universell, dass jeder ist jetzt das, kann nicht mehr genug Swiss und Swiss-Made sein. Da bin ich auch immer ein bisschen Weltwoche. Wir geben immer ein bisschen Gegensteuer, oder? Wenn alle in die Richtung, wenn wir ein bisschen anders, ein bisschen ausbalancieren. Immer nach Thomas Mann. Wenn das Boot zu stark nach links kippt, musst du rechts ausbalancieren. Wenn es zu stark nach rechts geht, nach links. Also die Swissness, die Schweiz. Wie setzen Sie die Schweiz in Ihrer Arbeit ein, wenn Sie in der Welt unterwegs sind? Ist das ein Faktor, also, dass Sie sagen, ich bin Schweizer, das ist Luzern, das ist ein Faktor, das ist Teil des Branding? Swiss made, Swiss orchestra, Swiss music in the heart of Switzerland. Ist das für Sie ein Faktor, den Sie ausspielen? Oder ist das etwas eher häflingermäßig, diskret, understated? Gut, der Schweizer ist ja nicht gerade so der Trump, oder? Noch nicht, wir arbeiten daran. Ja, wir haben ja gewisse. Also mein Vater war zum Beispiel extrem immer skeptisch von Angeben. Und die hat es ja in Deutschland mehr als in der Schweiz. Ja. Durchaus. Also, und in Amerika ist man natürlich proud to be American and here's the flag and 4th of July. Und es ist natürlich immer we're great. Hm. Und gar keine Diskussion. Der Schweizer kommt und sagt, wir machen etwas Tolles, wir glauben, das ist gut. Aber natürlich gibt es noch andere, die das auch gut machen. Dadurch schaffen wir aber einen Dialog, einen Konsens. Ja. Wir dürfen den anderen nicht abmachen. Wir sind die Besten und du bist eigentlich forget about yourself. Aber dadurch schaffen wir auch die Dialogfähigkeit. Mhm. Und ich glaube, wir haben, das können Sie noch besser bestätigen als Nationalrat, die beste Demokratie, wo sicherlich auch manchmal schwierig ist, durch die Abstimmungen, die gemacht werden. Aber wir haben wirklich eine funktionierende Demokratie, wo doch jede Schweizerin und Schweizer das Gefühl haben, wir partizipieren. Und das ist für mich, als ich von Deutschland bin, in die Schweiz, eigentlich noch eine Herausforderung, diesen Prozess zu verstehen. Mhm. Es ist immer ja, aber. Mhm. Und es ist nicht ja. Mhm. Ja, ja. Und dann macht man. Sondern es ist das Mitdenken. Ja. Der Schweizer hat einen grossen Anspruch, in den Prozess involviert zu sein. Und, er will über das Schwimmbad abstimmen. Er will über jedes Detail können abstimmen. Das ist unglaublich. Und, ich habe auch ein paar Jahre in Deutschland gewohnt. Und das war gerade dort, Abstimmung, es war die Wahl, Wechsel von Rot-Grün zu der grossen Koalition 1 mit Angela Merkel. Und das war unglaublich. Damals für mich die Erfahrung, dort, relativ neu in Deutschland, dass die haben den Wahlkampf gemacht, oder? Und dann sind, ich weiss, die SPD gekommen und hat gesagt, also wenn wir gewählt werden, dann werden die Mehrwertsteuern um 1% oder um 2% erhöht. Und die CDU ist gekommen. Er hat gesagt, also wenn wir gewählt werden, dann werden die Mehrwertsteuer um maximal 0,5% oder 1% erhöht. Und dann sind ja beide Parteien gewählt worden. Dann sind 6-wöchige Koalitionsverhandlungen gekommen. Dann haben sie gesagt, wir haben uns geeinigt, jetzt gibt es eine Steuererhöhung von 3%. Dann habe ich gedacht, das ist die deutsche Form von einem Kompromiss, 2+1. Und das ist ja in der Schweiz, ist es ja wahnsinnig, wo du über jedes Zehntelprozent von einer Mehrwertsteuererhöhung müsstest abstimmen lassen, müsstest eine Volksabstimmung machen. Was ich noch eine Qualität finde von der Schweiz, die total unterschätzt wird, auch wenn man liest über die Schweiz, wenn ich in der deutschen Presse, so wie man so die Schweizer einschätzt, oder ja, die Schweizer, das sind so ein bisschen die,
die Hinterwäldler da in den Bergen und ich weiß nicht was und die Geschäftlimacher und Zeug und vielleicht auch noch die Populisten oder und ich weiß nicht was mit diesen fragwürdigen Abstimmungsresultaten. Wir haben eine riesige Qualität, total unterschätzt. Ich glaube, die Schweizer sind das sensibelste Volk, das es gibt auf der Welt. Warum? Nicht, weil wir die besseren Menschen sind, aber weil wir klein sind, weil wir mehrsprachig sind, weil du vom klein an weisst, da gibt es dann noch solche, die reden eine andere Sprache, im gleichen Land. Du musst denen zuhören. Und du kannst nicht einfach einem anderen befehlen. Du musst ihn überzeugen. Und diese Sensibilität, dass wir zuhören können, dass wir eben die andere Sicht, den anderen Standpunkt wirklich gelten lassen. Und nicht, ich sage, wie manchmal die Deutschen in ihrer ganzen kulturnationalen Herrlichkeit mit ihrer sprachlich geschliffenen Rhetorik oder der Amerikaner, der immer im Ford Mustang Zwölfzylinder-Ego quasi unterwegs ist, hat die Schweiz doch die unglaubliche, das Kapital von dieser Sensibilität und von dieser, ich sage mal, skeptischen Offenheit. Das finde ich eine riesige Qualität, die wir haben. Das ist so, ja. Sind sie, ja. Das ist, und das ist schon ein Trumpf, wo wir eigentlich noch viel mehr ausspielen könnten. Dass wir eigentlich das Land sind, wo eigentlich auch jeder, ich sage jetzt mal, willkommen ist, Klammern auf. Das heisst nicht, dass du einfach Grenzen aufmachst und jeder kann kommen. Ich kann nicht einfach auf Florida oder auf Kalifornien zügeln und mich dort niederlassen. Das geht auch nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, die Qualität, ich sage jetzt skeptische Offenheit, das können zulassen, dieses Multisprachliche, ein riesen Trumpf von unserem Land. Gerade in dieser aufgekratzten Welt, in der wir heute sind. Aber ich wollte ja da nicht jetzt im Monolog abheben, im Ding. Aber ich sehe, ich stelle befriedigend fest, dass sie nicken. Das könnte ja möglicherweise von gewissen Zeitungen gegen sie verwendet werden. Herr Hefliger gibt Köppel recht. Ich hoffe, das wird dann aber richtig zitiert. Und die Zitate werden dann von den anwesenden Medienvertretern nicht falsch von mir da wiedergeben. Nein. Also, meine Damen und Herren, wir haben jetzt ein bisschen länger diskutiert. Ich hoffe, dass wir haben Ihre Zeit da nicht zu lange in Anspruch genommen. Ich habe das jetzt sehr interessant gefunden. Das ist für mich eine ungewohnte Situation. Jetzt aber auf, machen wir den Fächer auf. Wer von Ihnen, wer hat die Frage, wer hat die vielleicht eine Bemerkung, etwas, möchte noch etwas ansprechen, wo nicht zur Diskussion gekommen ist bis jetzt oder noch etwas vertieft hat? Wem darf ich das erste Wort geben? Bitte. Entschuldigung. Ja, da vorne kennen wir, glaube ich, oder ist Ihnen gut? Ja, wenn er dort ist, gut. Ich habe gesehen, Sie sind auch wunderbar. Wir haben hier ein Mikrofon unterwegs, sehr gut. Ja. Ich darf das Mikrofon nicht aus der Hand geben, weil sonst die gehen immer verloren. Herr Hefliger, wäre interessant von Ihnen zu erfahren, wie ist der zeitliche Vorteil, der zeitliche Vorlauf für die Planung von einem Festival? Nehmen wir an, 19 wird stehen, aber wie weit geht das noch zusätzlich? 19 steht, da haben Sie recht, wenn noch da immer noch ja, verschiedene Prozesse am Laufen sind. Ich würde sagen, der ist in der Weite ist er bei 3, manchmal sogar 4 Jahren mit gewissen Projekten. Und in der Nähe ist er bei 2 Jahren. Also 2 Jahre Vorherrschaft. Also jetzt 20, da werden bei uns so Daten mit Orchester gebucht und die wichtigen Sachen, die wichtigen Pläne, Composer in Residence, Artist in Residence, das findet jetzt schon ganz wesentlich. Thema haben wir gerade gestern intensiv diskutiert, sage ich Ihnen nicht. Und findet jetzt statt. Mhm. Und 3 Jahre ist irgendein grosser Zyklus, den man vielleicht machen will. Die Projekte sind 3 Jahre und 4 Jahre sind dann vielleicht so ein bisschen Wunschtraumprojekte. Ich habe vorher vom Thema Primadonna geredet. Das ist bei mir so ein Projekt gewesen, das ich über 10 Jahre mir immer gewünscht habe. Und wo dann irgendwann mal ist der Zeitpunkt da gewesen. Und die langfristigen Dimensionen, die gibt es, die Träume gibt es. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass man die manchmal träumen lässt und durchaus in einer Schublade hat. Irgendwann ist die Zeit reif. Und das hat man, solche strategisch, sagt man heute. Mhm. Oder so Wunschträume würde ich besser sagen. Strategie ist ein abgegriffenes Wort. Man muss mehr von Traum, von Wunsch, von Wünsch, von das kreiert auch ganz andere Emotionen bei den Menschen. Mhm.
Wir haben Wünsche, wir dürfen das sagen, dass wir Wünsche haben. Wir haben manchmal einen Komplex, uns zu bekennen für emotionale Sachen. Jetzt breche ich aus, der Vulkan kommt in Bewegung, Sie sehen. Sie haben es doch noch geschafft. Und ich glaube, das ist auch in der Musik, klassische Musik ist irgendwie so in einer, ja, man geht Anzug, Krawatte, selbstverständlich, man ist diszipliniert und jeder Künstler hat natürlich sein Leben lang irgendwie 20 Stunden am Tag geübt. Das ist irgendwie so. Und dann, wenn sie die Musik hören, wenn sie selbst Moderne hören, die auf einer sehr abstrakten Ebene stattfindet, es geht an Ziel, es geht an Emotionen. Und da ist überhaupt nichts eigentlich in dem Sinn streng klassisch. Mhm. Und das ist vielleicht ein Tabu, das beim Thema klassische Musik noch brechen kann, wo es noch einen Durchbruch braucht. Also das Motto von dem Festival wäre dann Ekstase. Wie auch immer, aber ich glaube, das ist ein Prozess, wo ein gewisser Genre von Musik in eine gewisse Form hineingebracht worden ist. Wir tun das jetzt mal da rein. Mhm. Und selbst in der guten Familie steht in den Flügel daheim, weil erstens mal, es gehört dazu, man hat auch das Geld dazu und die Kinder müssen Musik spielen, ob mehr schlecht oder recht. Nicht. Und, aber man macht das. Und aus dieser Ecke, aus dem Behalten muss es, und es tut sich ja schon viel lösen, kann die Musik noch rauskommen und sie kann ein Phänomen wie Woodstock werden. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was sicherlich noch vor uns liegt. Ja. Ob ich das alles noch erleben werde, wie auch immer. Aber das sehe ich und dass der Durchbruch kommt. Noch mehr Leute einfach und dass man eigentlich noch stärker in der Musik drin ist, als in einem gewissen Benehmen. Und das ist ja bei uns in der Gesellschaft immer wieder eine grosse Herausforderung. Mhm. Wie durchbreche ich gewisse Grenzen? Und für die Entwicklung von unserer Gesellschaft sind das immer wieder ganz entscheidende Momente, wo wir einen Schritt weiterkommen. Nicht? Ja. Ja. Hinterfragen, Grenzen wollen durchbrechen. Insofern glaube ich, dass der Wunsch, Grenzen durchzubrechen, schon allein der Wunsch, ist etwas ganz, ganz Wichtiges an jedem Menschen, wo man sich auch eingestehen darf, wo auch mal... Revolution ist jetzt natürlich das extreme Beispiel, aber das hinterfragt man. Und ist, also ich gerade die nächste Frage, aber nur ganz kurz, ist es Schweizer Publikum, wobei Sie haben ja da sehr ein internationales Publikum in Luzern, aber ist es Schweizer Publikum tendenziell reservierter, als wenn Sie zum Beispiel im weltweit unterwegs sind, Amerika, Japan, China, Sie kennen alles, ist der Schweizer sozusagen noch schwieriger, aus dieser Konvention herauszuholen? Oder wie ganz kurze Diagnose zu dem? Also so einfach kann man das jetzt nicht kann man so nicht sagen. Kategorisieren. Okay. Weitere Fragen bitte aus dem Publikum. Wir haben da vorne, ich glaube, Sie haben sich gemeldet, wenn das noch aktuell ist. Ja, bitte. Ja, warte, kommen wir gerade da. Ja, super. Ah ja, haben Sie gerade da. Ich hätte eine Frage zum Thema Komponist. Herr Häfliger, Sie haben mal gesagt, Sie seien überschwemmt von Komponisten beim Luzern Festival. Ich habe mal in einer Bruckner-Biografie gelesen, dass der Bruckner in der heutigen Zeit keine Chance mehr hätte, dass er aufgeführt werde. Also meine Frage wäre, was würden Sie einem heutigen Komponist, der für ein grosses Orchester Sinfonien schreibt, was es anscheinend noch gibt, was würden Sie ihm raten, wie er soll vorgehen. Es ist auch so, man fragt viele Dirigenten an, also vor allem auch renommierte Dirigenten, und da merkt man einfach, dass die überhaupt keine Zeit haben, sich irgendetwas Neues anzuhören. Was würden Sie da raten? Ich glaube, sicherlich für einen Komponist im Prozess Bekanntheitsgewinn ist der Verlag eine ganz entscheidende Komponente. Über den Verlag wird natürlich die Musik auch quasi publiziert. Verlage haben doch immer noch grosse Einflüsse. Das ist ja, sind zwar die Dimensionen verändern sich durch die ganze Digitalisierung, aber das sind schon immer noch so vermittelnde Institutionen, die einen Komponist fördern. Und dann gibt es natürlich auch Komponistenwettbewerb. Es gibt unterschiedliche Art und Weise und sicherlich auch über die lokalen Institutionen.
In jedem Ort gibt es natürlich Orchester, es gibt Konservatorien, es gibt verschiedenste künstlerische Einrichtungen, wo man eigentlich sich entwickeln kann. Grundsätzlich ist das etwas, wo auch in der Schule, wo man Unterricht hat, wo man ausgebildet wird über die Lehre, wenn es da Begabungen gibt und interessante Komponisten, geht es natürlich schon über diesen Weg. Aber der Weg für einen Komponist, zeitgenössische Musik, ist natürlich ein harter Weg. Und das ist schon richtig, dass die zeitgenössische Kunst, gerade auch in der Musik, ich denke, in der bildenden Kunst ist das anders. Da gibt es einen Marktwert, wo man gewinnen kann. Aber zeitgenössische Musik hat natürlich niemals in dem Sinn einen kommerziellen Wert. Das ist sehr, sehr ideell. Umso wichtiger ist, dass man sie fördert. Das machen wir in Luzern sehr stark mit unterschiedlichen Projekten und Programmen. Und da kann eine Institution wie Luzern eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir haben unsere Academy junge Komponisten, die ausgezeichnet werden, Komponistinnen und Komponisten, wo wir mit Roche zusammenarbeiten. Also Roche Young Commissions ist so ein Projekt, wo wir alle zwei Jahre, also mit dem künstlerischen Leiter von der Akademie, zwei Komponisten auswählen. Und die über zwei Jahre werden die begleitet. Die kommen dann nach einem Jahr und probieren es schon mal aus mit dem Orchester. Redet mit dem künstlerischen Leiter, mit dem Wolfgang Riem. Und dann nach zwei Jahren wird es dann uraufgeführt. Und kann es Luzern die Welt verändern. Und dieser Verantwortung sind wir uns, glaube ich, auch bewusst. Dass wir wirklich, wenn das Luzern-Festival sagt, das ist ein interessanter Komponist, Komponistin, dann können wir dieser Person natürlich eine entscheidende Unterstützung bieten. Das ist eine grosse Verantwortung, die man hat. Und wir nehmen das sehr ernsthaft eigentlich auch wahr. Und nebst dem, dass wir begeistern mit tollen Programmen, tollen Orchestern, haben wir auch einen Auftrag für die Weiterbildung. Mhm. Weniger jetzt in der Grundausbildung, die findet ja woanders statt, aber in der Weiterbildung auch von ganz, ganz hochbegabten Musikerinnen und Musikern, die wir hierher einladen, jedes Jahr in der Academy. Wie verdient eigentlich, also jetzt ein Musiker oder ein klassischer Musiker, der gut ist, was ist das Geschäftsmodell von denen vor allem? Ist Plattenverkäufe nach wie vor sehr wichtig? Also in der Popmusik zum Beispiel, Rockmusik nimmt das ja immer mehr ab. Das Live-Konzert wird immer wichtiger. Wie ist eigentlich da bei Ihnen das Geschäftsmodell im Moment für den Musiker? Also Plattenverträge spielen in dem Sinn nur bei den berühmtesten noch signifikante Rolle. Das ist eigentlich mehr oder weniger auf... also man hat schon immer noch... Man muss seine Verträge machen natürlich hier. Mit den Künstlern, das ist schon klar. Aber die anderen sind einfach Orchesterangestellte und so weiter. Und ist das Bewusstsein da bei den Künstlern immer stärker, dass man eigentlich heute sich multiplizieren muss, damit man eine Chance hat, weil die kommunikativen Anforderungen an einen Künstler oder an eine Institution wie unsere sind natürlich enorm, auch im Bereich der digitalen Medien. Ja. Wenn sie nicht dabei sind, dann sind sie aber wirklich nicht dabei. Interessant ist ja, in der Pop-Welt, also in der Rock-Welt, hat es ja ein interessantes Phänomen, dass es gibt eigentlich nicht mehr die ganz grossen Stars gibt, weil sich der Markt so fragmentiert in verschiedene Zielgruppen. Da gibt es schon Stars für die und die Stammesgesellschaft, aber nicht mehr so die ganz überragenden Stars, oder, wo dann wirklich so weltmäßig, darum sind ja immer Rolling Stones und so weiter, touren immer noch, das sind die Identifikationsfiguren für sehr viele. Wie ist das in der klassischen Musik? Haben wir immer mehr eigentlich Stars, die kommen, ganz berühmte, oder ist das auch ein bisschen eine gleiche Entwicklung? Wie beurteilen Sie das? Das ist natürlich noch faszinierend, weil früher... Und ich habe das erlebt, dass in ihrer Zeit hat man dann entweder Agent gehabt oder nicht, und dann ist man entweder dort angekommen oder das nicht. Mhm. Und Fernsehen ist, also wenn sie Glück hatten, dann sind sie irgendwann mal am Fernsehen gekommen. Wenn sie Glück hatten, ist die NZZ gekommen oder welches Medium auch immer. Mhm. Oder die New York Times sogar mal. Aber sie haben Glück gehabt und dann sie also wahnsinnig viel müssen machen. Heute haben sie natürlich eine Welt, wo sie sagen, ja gut, also ich muss ja gar nicht jetzt unbedingt im ARD, ZDF oder weiß ich wo sein, sondern ich stelle da mein iPod vorne an und dann spiele ich und dann tue ich das quasi live über Facebook live, tue ich das positionieren
Und es hat ja so eine ukrainische Pianistin gegeben, ich habe den Namen vergessen, die nur auf YouTube gespielt hat. Eine Pianistin? Pianistin aus der Ukraine. Ukraine. Mhm. Und die hat plötzlich 1 Million Zuschauer gehabt. Also die hat ganz normal aussehen. Ja. Sie hat jetzt nicht irgendwie weiss was gemacht. Also aber und die hat Millionen. Und YouTube hat das gemerkt und natürlich mit deren Vertrag gemacht, weil sie gesehen haben, das ist Werbefläche, oder? Und dann ist die nach London gegangen und hat im Southbank Center gespielt. Ausverkauf gewesen. Ja. Niemand hat die gekannt. Wahnsinn. Und das ist ein Phänomen, das werden wir heute stärker erleben. Ja. Ja. Also die Entmachtung eigentlich von der traditionellen Industrie und Vermarktungsindustrie. Genau. Und die Leute können eigentlich dank. Das ist eine interessante Beobachtung, weil wir sind ja jetzt in der Zeitung, liest man immer, Facebook, Social Media werden kritisiert, aber das sind riesige Chancen. Wem darf ich noch das Mikrofon für eine Frage geben? Ich will natürlich Ihren Abend nicht mehr länger strapazieren. Ich habe schon Zeit überzogen. Ist noch okay? Oder sind Sie schon? Ist gut? Kann man noch mitnehmen? Sehr gut. Bitte. Herr Häfliger, Herr Köppel. Ich habe eine Frage, die ein in eine andere Richtung geht, nämlich in die Wirtschaft. Wir haben dort viel über Ethik geredet, wir haben über Künstler geredet. Auf der anderen Seite die HSG, jetzt geht wieder in der Zeitung mit der Absetzung vom Verwaltungsratspräsidenten oder Ex von der Raiffeisen, vom Professor Johannes Rüegg-Stürm. Kapitalistenhochburg, sagt man immer, Kaderschmied. Und jetzt die Frage, Herr Häfliger, was hat noch den Ausschlag gegeben, ein MBA der HSG zu machen und was hat es ihnen gebracht? Auch noch zum Sagen, ich bin stolz HSG-Alumni, also von dem her keine Kritik an HSG. Gut, es gibt immer wieder negative Ausschläge, wo immer, aber ich glaube, für mich war einfach dort die Frage, ich war etwa so anfangs 30 gewesen. Ich habe das Davos-Festival 10 Jahre gemacht oder 8 Jahre und dann ich einfach gewusst, ich muss eben einen Zusatz haben in einer Form von Management-Ausbildung. Geht um einfache Sachen, mal ein bisschen Buchhaltung und es ist ja nicht nur Marketing, Kommunikation. Einfach mal ein besseres Verständnis haben, was ist Unternehmensführung. Mhm. Und das war hochspannend. Hat mir einfach, ich würde sagen, ein Handwerk gegeben, das ich vorher noch nicht hatte. Mhm. Und hat mir die Aufgabe eigentlich erleichtert. Und hat mich besser befähigt, denn die Rolle zu spielen, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Das sehe ich einfach. Ist das gut beantwortet für Sie? Und man kann noch ergänzen, es ist interessant, wir haben in einem Vorgespräch das mal diskutiert. Also, wie mir das bewusst ist, Ihre Familie ist ja eine sehr vielfältig eigentlich engagierte Familie. Da gibt es Politiker, glaube ich, sogar auch. Oder haben wir, also Sie haben Unternehmer, Banker, Verleger. Haben Sie Buchverleger? Das müssen Sie noch erzählen. Das finde ich jetzt ganz interessant. Das habe ich nicht gewusst. Vom Scherz Verlag. Das ist ein grosser Onkel von Ihnen oder ein Onkel? Oder wer hat den Scherz Verlag? Also der Bruder von meiner Großmutter. Der Bruder, also das wäre der grosse Onkel sein. Und dort haben Sie, Ihre Großonkel, die Memoiren von Churchill herausgebracht. Zweiter Weltkrieg, oder? Das, wo er den Literaturnobelpreis dann gewonnen hat. Und, ganz verrückt noch, Alexander Solzhenitsyn, Archipel Gulag. Also ganz bedeutende Werke. Und Sie haben Sie den Solzhenitsyn eigentlich noch kennengelernt? Nein, den habe ich nicht kennengelernt. Er ist ja nicht vorbeigekommen, er konnte auf dem Schoss können sitzen. Nein, wir haben... Verrückt. Ja, es ist interessant. Es sind unterschiedlichste Berufsgattungen. Es sind Ärzte, es sind Juristen. Einer von meinem Großvater, also mein richtiger Großvater, war Generaldirektor bei der Volksbank in Bern. Und die musische Seite ist natürlich über meinen Vater hinein, das ist ganz klar. Ja. Seine Mutter war Deutsche und die haben die große musische Ader mit Verbindung bis hin zum Albert Schweitzer. Mhm. Und meine mütterliche Seite war sehr unterschiedlich, sehr eigentlich interessant, sehr kreativ. Und was ist eigentlich bei Ihnen jetzt sozusagen tiefenpsychologisch, was überwiegt jetzt? Der Künstler oder der HSGler? Um da gerade anzuschauen. Ich glaube, der Künstler. Sehr stark. Okay. Also, meine Damen und Herren, ich würde noch eine allerletzte Frage mitnehmen und dann würde ich Sie auch in wohlverdienten Feierabend entlassen ins Abendessen. Haben wir noch eine Frage? Ich muss es nicht überbringen. Na gut, nein, wenn es keine mehr gibt. Wunderbar. Ah, doch, bitte, da ist noch ein Herr. Bitte. Ja. Rein hypothetische Frage, wenn Sie mit Ihrem Orchester auf Pyeongchang gehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie
völlig hermetisch abgeriegelt. Gehen Sie dort hin, spielen Sie in der Glas. Also, und gehen wieder heim oder weiter. Oder haben Sie irgendwie, oder Ihre Musik, haben Sie irgendwie Kontakt mit der Bevölkerung oder doch nicht nur mit gerade 2-3 Leuten? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, da haben Sie jetzt etwas falsch verstanden. Das ist eine hypothetische Frage von mir. Ich habe eigentlich nur im Konjunktiv gefragt. Würden Sie die Einladung von Kim Jong-un annehmen? Aber so wie ich verstanden habe, ist es noch nicht zu einer konkreten Einladung durch den Kim Jong-un gekommen. Ah, okay. Falls, also quasi in dem hypothetischen Szenario, wäre man da wie mit einer Art Sauerstoffzelt oder käme man da auch mit der Bevölkerung in Kontakt und so weiter? Kaum, oder? Da wär's. Ich nehme an, man ist dort schon relativ abgeschirmt und abgeschirmt. Ja. Ja. Weniger lustig. Ich habe mich eben beim Kim Jong-un habe ich mich immer gefragt, der ist ja offenbar in Bern in die Schule. Was ist mit unserem Schulsystem passiert? Ja gut, meine Damen und Herren, liebe Häflinger, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind am Schluss von der Diskussion gekommen. Bitte entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen überzogen habe. Ich habe das sehr interessant gefunden. Ich bin da natürlich auf einem Terrain gewesen, wo ich mich nicht jeden Tag bewege. Ich danke für die nachsichtig wohlwollende Gesprächsteilnahme, dass Sie da auf meine zum Teil banausenhafte Fragen, die ich da gestellt habe, doch eine sehr gute Antwort geben. Nein, ernsthaft, jetzt keine Fishing for Compliments. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, meine sehr verehrten Damen und Herren, und bei Ihnen, Herr Häfliger, für die Diskussion. Und in diesem Sinne kann ich sagen, der Vorhang fällt und alle Fragen sind offen. Ganz herzlichen Dank und bitte nochmal einen Schlussapplaus für den Gast vom heutigen Abend, Herr Häfliger. Danke. Danke vielmals. Danke vielmals.